Papier bleibt nicht nur Papier. Es wird sich in ein elektronisches Medium verwandeln, mit vollkommen neuen, nie geahnten Fähigkeiten und Funktionen. Sie hat diese Revolution angestoßen. Elvira Fortunato von der Universität Lissabon. Die Geschichte mit dem Papier beginnt für die portugiesische Materialforscherin bei einer Diskussion mit ihrem Team. Gemeinsam suchen sie nach Möglichkeiten, elektronische Schaltungen auf flexible Oberflächen zu bringen. Doch da kommt Elvira Fortunato ein anderer, entscheidender Gedanke. Warum sollte Papier nur Trägermaterial für elektronische Schaltungen sein? Es könnte doch auch elektronisches Bauteil werden. Mittlerweile hat das Team um Elvira Fortunato auf diese Weise in den Labors der neuen Universität Lissabon viele unterschiedliche Papiertransistoren gefertigt. Darunter auch Biosensoren für einfache medizinische Tests. Oder Schaltungen, die zuerst unsichtbare Bilder auf Papier plötzlich sichtbar machen. Auch Solarzellen auf Papier sind möglich. Sie erzeugen schon bei Kunstlicht Strom. So könnten wir künftig im Supermarkt auf Verpackungen stoßen, die wechselnde Preise oder andere Informationen anzeigen. Visitenkarten könnten bei Berührung Text und Bilder zeigen oder in die gewünschte Sprache wechseln. Und in Zeitungen könnten sich Werbungen oder Grafiken tatsächlich bewegen. Die schöne neue Welt der Papierelektronik wird unseren Alltag revolutionieren.